Ein Zellentrakt, verstaubt und verfallen. Uralte Telefone. Hightech-Anlagen, made in den 70ern. Eine Reise zurück in der Zeit, fast wie in einer Zeitkapsel. Willkommen in einem der berüchtigsten Gebäude Deutschlands. Mitten im Gebäudekomplex der JVA Stuttgart-Stammheim steht er, der legendäre Gerichtssaal. 1975 speziell erbaut für die Strafprozesse gegen die linken Terroristen der RAF, die Rote Armee-Fraktion. Noch immer gibt es die orangen Plastiksitzschalen, die Mikros, die Originalanklagebank. Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Jan-Karl Raspe, hier gehen sie ein und aus, hier sitzen sie in den Verwahrzellen, hier bekommen sie das Urteil, lebenslänglich. Das Gebäude ist eine Gerichtsfestung, 56 Verfahren mit RAF-Bezug laufen hier ab, rund 1300 Sitzungstage, gezählt mit Kreidestrichen an der Wand. Es ist der letzte Blick auf das wohl spektakulärste Gerichtsgebäude Deutschlands, denn der RAF-Gerichtssaal wird abgerissen. Einer der Orte, an dem die Taten des deutschen Linksterrorismus bestraft worden sind, die Gesetze des von der RAF verhassten Systems siegen. Jetzt macht der Bauplatz für ein neues Knastkrankenhaus. Bevor die Abrissbirnen anrücken, wird das Gebäude allerdings noch zurückgebaut. Wie bei Bauten aus den 70ern fast schon üblich, steckt das Gebäude voller Asbest und anderer Giftstoffe. Museen dagegen sichern sich die besten Ausstellungsstücke aus dem Innern, sind sie doch Zeitgeschichte. Und so wird es noch dauern, bis die berühmte Knastfestung fällt und eines der letzten Kapitel der RAF ein für allemal geschlossen wird.